morning, guten Morgen. Sollen wir loslegen? In German? We start in German, just a short, a brief comment on our sitting and our discussion. Wir reden heute über das Thema Klimaschutz, wie wir die Böden nutzen können, um am Ende mehr CO2 zu binden. Und unsere Böden sind die guten Ackerböden, die besten Mitkämpfer für einen guten Klimaschutz. Dafür brauchen wir aber erstens Humusaufbau und Erhalt im Boden, um Kohlenstoff besser zu speichern. Wir müssen eine Winterabdeckung viel stärker in die Praxis mit übernehmen. Das haben wir hier in Finnland gesehen, wie das funktioniert, dass auch Grasland, Grünland länger stehen gelassen wird. Wichtig wird sein, das, was wir auch machen in unserem Klimaschutzpaket in Deutschland, was wir verabschiedet haben, dass wir erosionsgefährdete Böden eben schützen, dass wir vor allen Dingen auch ökologischen Anbau und Landbau vorantreiben und dass wir die mineralischen Böden auch noch mit entsprechenden organischen Materialien versehen, so wie das auch hier in Finnland der Fall gewesen ist. Das haben wir gesehen und es gibt ganz klare wissenschaftlich unterlegte Methoden, um unsere Böden am Ende auch zu stärkeren Kohlenstoffspeichern zu machen. Und deshalb habe ich in Deutschland erstmalig auch eine Bodenzustandserhebung veröffentlicht, damit wir auch eine gewisse Benchmark haben, wie der Zustand unserer Böden ist und dass wir in 10 Jahren den dann auch noch mal vergleichen können. Also Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Sie ist der einzige Sektor, der auch Kohlenstoff speichert, also nicht nur emittiert, sondern auch zur Lösung beiträgt. Und darüber werden wir heute reden. Dankeschön. Thank you. Thank you. Thank you.